Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack 5. Ich stehe hier inmitten meiner Base wie immer. Also so fangen wir ja sehr viele Videos an in letzter Zeit, weil es in letzter Zeit auch fast ausschließlich um die Base geht, denn wir wollen auch irgendwann mal fertig werden mit der ganzen Schnulze. So, dann wisst ihr Bescheid. Und was wir heute machen, ist was wir uns schon sehr lange vorgenommen haben. Wir werden mit dem Reaktor anfangen. Wir werden wirklich mit dem Reaktor anfangen. Wir werden den heute nicht zu Ende bauen, weil der Reaktor was größer sein wird. Und dann sollen ja hier noch Flammen entstehen und so. Das wird alles noch eine ganze Weile lang dauern. Aber ich habe sehr viele gute Vorschläge bekommen für den Reaktor. Und habe mich nicht für eins entscheiden können, muss ich direkt sagen. Sondern ich baue einen Mix aus mehreren Vorschlägen zusammen. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Also ich nehme mehrere Vorschläge und nehme Elemente von dem einen, nehme Elemente von dem anderen, weil ich die Elemente so geil fand und mir dachte, wenn man das kombiniert, sieht das noch geiler aus. Quasi, dass wir mehrere Designs hier mit übernehmen, dass wir mehrere Reaktorvorschläge hier mit reinbringen in diesen großen Reaktor, den wir dann hier haben werden. Und ich glaube, das wird alles ziemlich cool werden, wird auch alles ziemlich cool aussehen, wenn wir dann fertig sind. Aber Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, denn ich habe gestern gestreamt und den Reaktor schon gebaut. Das ist wieder so eine komische Zeitsache, wisst ihr? Und ich würde einfach mal sagen, ich stelle mich jetzt hier drauf und dann fangen wir an mit einer Third-Person-Timelapse, wie ich den Reaktor hier baue und ja, wie wir den Anfang vom Reaktor bauen. Also ich schätze mal, die Hälfte sollten wir schon fertig kriegen. Und damit, Leute, wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. Bevor ich zum Reaktor komme und mir den anschaue, möchte ich ganz kurz mal in diese Richtung gehen und einfach mal schauen, wie viele Sugarcanes ich mittlerweile habe. Wir haben während des Streams auch, glaube ich, einmal reingeguckt. Oh, Alter, schon fast 4 Stacks. Die Farm knallt übel. Die Farm knallt übel rein. Das ist eine sehr effiziente Farm. Es sind ja auch genau 100 Sugarcanes, die hier abgebaut werden. Cooles Teil auf jeden Fall. Also erfüllen wir das hier, glaube ich, relativ flott auf. Die anderen Farmen müssen wir natürlich auch noch zeitnah bauen, aber das kriegen wir schon alles hin. Wir haben ein Versprechen nicht gehalten, wirklich. Und zwar hier diese Truhe. Steht noch hier und da ist noch was drin. Ich nehme die einfach mal mit. Dann sortiere ich die ein, bevor die nächste Folge startet. Dann haben wir hier alles clean. Und im Inventar kann ich es ja aktuell mitnehmen. Okay, dann haben wir doch alles eingehalten. Guck mal hier. Das ist der Reaktor. Und bevor ihr fragt, ich habe sehr viele Reaktor-Designs geschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Es waren wirklich coole dabei. Aber kein Reaktor, wo ich gesagt habe, bei dem stimmt alles. Bei dem ist einfach alles perfekt. Aber es gab sehr viele, die sahen einfach gut aus, die hätte man hier einbauen können, die hätten geil ausgesehen. Aber es gab auch ein paar Reaktor-Designs, wo jeweils eine Komponente richtig geil aussah, aber die perfekt war. Zum Beispiel von Matthias der Gelehrte kam ein Reaktorvorschlag, der etwas hier unten mitgemacht hat. Der hat, einen Teil davon fand ich großartig, und zwar den Raum hier quasi. Den habe ich noch ein bisschen überarbeitet. Also der Vorschlag war quasi, man geht hin und hat hier so ein Dreier-Glasfeld. So, ich baue das mal hier ganz kurz nach, um euch das zu zeigen. So ein Dreier-Glasfeld. Und hat dann, war das hier so, glaube ich? Ja. Nee, es war ein bisschen anders. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sowas nicht. Es war irgendwie drei nach vorne und dann noch einen runter oder so. Ja, genau so war es. Perfekt, ich hab's wieder rausgefunden. So, und dann war hier das an der Seite auch noch Glas. Ich glaube so. Ich glaube der vierte auch noch mit dabei. Und dann war das hier natürlich dreidick. So, und das Ganze dann im Endeffekt auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann ging es hier wieder mit dem normalen Glas. So sah das ungefähr aus von oben. Ich glaube ziemlich sicher, dass es ungefähr so sah aus. Und das habe ich halt ein bisschen überarbeitet, sodass man quasi, also das wäre auf der anderen Seite wieder genau dasselbe gewesen. Also hier, ne, hier die Dinger. Und dann hätte man hier an der Seite wieder das Glas gehabt. Ne, ihr wisst, was ich meine, so oval, ne, also so oval statt anders. Und das habe ich ein bisschen umgebaut, sodass es ovale an beiden Seiten ist, sodass man quasi einen eckigen Turm hat. Da habe ich mir die Elemente geklaut und das sieht jetzt so aus.
hier, das möchte ich noch in den Boden reingehend machen, aber hier habe ich dann angefangen mit einem Design-Element, das ich auch cool fand. Zum Beispiel haben wir hier unten dunkles Concrete und das geht, je höher das geht, das ist übrigens falsch hier noch an der Seite, das muss ich noch abbauen. Aber je höher das geht, desto grauer wird es und dann weiß. Sodass wir eigentlich einen weißen Reaktor haben. Der gesamte Stab hier ist, by the way, echt falsch komplett. Aber je höher das geht, desto weißer wird das. Und hier unten ist es einfach nur so dunkel, weil es hier unten halt super heiß ist, ne? Also das also macht ja auch schon Sinn. Dann dieses Blaue hier, wurde ich auch im Stream öfter gefragt, was ist das eigentlich? Das ist die Kühlflüssigkeit. Ich denke mal, also was wir machen können, ist von innen, können wir dieses Ding hier abbauen. Da haben wir ja zwei Dingens und dann können wir hier Wasser runter machen lassen. Ich glaube, das fände ich extrem cool, wenn wir dahinter noch Wasser haben. Dann haben wir hier immer noch genug Platz in der Mitte, um hier rumzulaufen, um Sachen zu tun. Hier kann dann Wasser runtergehen einfach. Und ja, wenn man da mal hochgeht, ich meine, ihr habt es da schon gesehen, dann haben wir rumprobiert. Was könnte man, kann ich hier landen? Ja, was könnte man machen bei diesen Gängen, die ich einfach nur drin haben wollte, weil es cool aussieht? Einmal könnte man natürlich reinbauen, dass man so Wasserzuläufe hat. Das ist einfach Glas und dazwischen ist Wasser. Sieht echt doof aus, finde ich. Ich finde es halt einfach echt nicht cool aus. Und dann habe ich aber mal die erste Idee gemacht, die ich hatte. Und die erste Idee wäre, dass das alles hier Rotoren sind von einem riesengroßen, von einer riesengroßen Turbine. Ne? Ihr kennt das, warme Luft steigt ja nach oben. Und hier ist ganz viel warme Luft. Ne? Weil das hier ist ja der Erdkern, hier ist alles warm. Und die steigt nach oben. Und dadurch, dass die Luft nach oben steigt, dreht die an Rotoren. Ich weiß gar nicht, ob Erdwärmekraftwerke genauso funktionieren, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Dadurch steigt die Luft nach oben und ja, die treibt diese wie sagt man, Blades? Blades ist das englische Wort, diese Rotorblätter, genau. Diese Rotorblätter treibt es an. Dem müsste man noch ein bisschen ausrunden hier, aber ansonsten finde ich das Rotorblatt schon ziemlich cool. Und stellt euch vor, alle diese einzelnen Stränge, die wir hier haben, also jedes einzelne von diesen Dingen ist ein Rotorblatt, dann haben wir einfach ganz viele von diesen Rotorblättern. Und dann hat jemand auch gesagt, könnte man noch zusätzlich hinter dem Rotorblatt oder hinter jedem Rotorblatt so ein, mit Cobwebs hier so ein Schlingen ziehen. Dass es so aussieht, als würden die sich wirklich bewegen. Und genau das möchte ich auch tun. Und zusätzlich hier oben dann noch ein paar Sachen einbauen. Also der Reaktor wird keine Einfolgenaufgabe, der wird keine Zweifolgenaufgabe, der wird wahrscheinlich eine Mehrfolgenaufgabe plus Stream, ja. Vielleicht drei Folgen sind wir hier dran, plus zwei Streams oder sowas und dann haben wir aber alles fertig. Die Rotorblätter können wir mal in einer Folge machen, das ist zwar relativ viel Arbeit, aber ich denke mal, das können wir schaffen innerhalb von einer Folge zum Beispiel. Und dann das Mittelgebäude, das wird wahrscheinlich auch wieder eine Folge sein und dann die ganzen Details und so, der Aufzug in der Mitte, da soll ja so ein kleiner Aufzug rein. Oder was anderes, ja, oder so, also Minecraft-Aufzug, kein Pistenaufzug, wobei, könnte man theoretisch auch einen Pistenaufzug reinbauen. Das sind jeweils alles Sachen, die wir hier machen können. Also ziemlich, ziemlich viel, was wir da machen können. Ich wollte jetzt zum Ende der Folge eigentlich noch eine Kleinigkeit machen. Ich vermisse Günther, Leute. Und Günther vermisse ich so sehr, dass ich gerne einen neuen Günther hätte. Und da möchte ich mir jetzt, wenn ich einen Nametag habe, möchte ich mir noch einen neuen Günther holen. Weil den Günther, ich habe sogar einen Nametag, das ist sehr schön. Jetzt habe ich alle meine Mental gedroppt. Ich möchte wieder einen Günther machen. Viele Leute haben gesagt, Alter, Günther, schreibst du doch immer mit H. Ja, aber das ist ja nicht der Günther, das ist ja ein anderer Günther. Ne, deswegen schreibe ich den ohne H. Und gleichzeitig möchte ich direkt gucken, dass das, was beim letzten Mal passiert ist, nicht nochmal passiert. Also nehme ich mir hier einfach mal grünes Glas raus, vielleicht. Und ich guck mal, dass ich einen Slime finde erstmal. Da erstmal hier so ein bisschen in Sicherheit, sicherheitsmäßig die Teile wegmachen und dann hier Glas hinmachen, weil da kann Günther dann nicht hoch oder runter dran springen. Dann haben wir zwar hier noch eine zusätzliche Glaswand, die vielleicht so ein bisschen dämlich aussieht, aber ich finde, bei Slimes passt es dann halt trotzdem noch so ein bisschen. Und wir können hier raus links ja auch noch einen Baum machen, beziehungsweise eigentlich könnten wir den Baum hier abbauen, hier wieder eine Glaswand reinziehen und hier den Baum draus machen. Ja, fände ich gut. Machen wir so. Und den Zaun nicht hier hinplacen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Slime. Auf den müssen wir jetzt warten quasi, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Es ist schon deutlich schwieriger, hier zu fliegen. Aber macht doch irgendwie Spaß, hier zu fliegen jetzt. Wie ist die Spinne da? Achso, ja, aber wir haben da ja... Okay, verstehe. Ja, ne, ich dachte schon, da ist ein Slime, aber das ist nur die grüne Wand. Die sieht irgendwie cool aus. Irgendwie finde ich die nice. Okay, ich habe kein Glück. Es spawnt nichts, es spawnt hier absolut kein einziger Slime. Finde ich ein bisschen schade, aber machen wir dann einfach in der nächsten Folge oder mal im Stream zusammen einfach hier warten, bis ein Slime spawnt. Es soll wohl gerade einfach nicht sein. Es ist ja in Ordnung, aber wir haben auf jeden Fall alle Voraussetzungen erfüllt. Wenn hier nochmal ein Slime spawnt,
dann geht er auf jeden Fall hier hoch und kommt hier in diesen Teil der Base. Zumindest können wir den hier töten, bis es ein Zweier-Slime ist und dann kommen die hier durch, weil ein Dreier-Slime passt hier nicht rein. Aber das werden wir einfach abwarten und das wird schon ganz cool. Deswegen würde ich sagen, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir haben bald wieder einen neuen Günther. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Craft Attack. Also haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.